In diesem Loch war er verwurzelt. Ein 10 Meter hoher Lindenbaum stand der neuen Schwimmhalle am Eierbadgelände im Weg. Also musste er versetzt werden. Dabei war ein 50 Tonnen schwerer Spezial-LKW aus Deutschland im Einsatz. Der 40 Jahre alte Baum wurde mit einem Ballenstecher umfasst und knapp außerhalb des Wurzelraums herausgehoben. Nur wenige Meter weiter wurde er wieder eingepflanzt. 3.500 Euro kostet es, den Baum, der über 8.000 Euro wert ist, zu retten. In Salzburg wurde übrigens erst einmal in diesem Jahrzehnt ein so großer Baum verpflanzt.